damit herzlich willkommen zu Jurassic World Evolution. Und ich trage hier eine Mütze, weil meine Haare scheiße aussehen. 10 von 10. Wir starten hier einfach ein komplett neues Level. Ich kenne das Spiel wie so häufig nicht. May I say welcome? My name is Dr. Ian Malcolm. Guten Tag. You may have heard of me. Well, correction, you should have heard of me. Oh. Especially now that you're here. Okay. So before you are the islands that you need to manage. Na, sieht hübsch aus eigentlich hier. If you can. Aber ich bitte dich, komm schon. Five deaths. Jeez, if only there had been five. Ja, ein sehr herzlicher Empfang auf jeden Fall. Also ich muss schon sagen, sieht bisher echt ganz hübsch aus. So. Also ich, gerade da könnte ich mir vorstellen, da könnte meine Villa auch ganz gut hinpassen. So mit Pool. Sonne scheint auch, also ist ganz hübsch, definitiv. Ah, jetzt geht's los. Ich habe einen sehr seltsamen Startbetrag, definitiv. And I'm here to help you. Oh, danke, danke. You'll start by building a Hammond Creation Lab. Mhm. Okay. We've already started on an enclosure for you. You should just attach it to the side. But watch out for dinosaurs. Ah, just kidding. Also, das hier muss ich einmal platzieren. Sehr schön. Let's focus on what you're here to do, which is create dinosaur facilities on the islands we call the Five Deaths. Actually, Las Cinco Muertes, because Spanish is the lingo of choice around here. Okay, interessant zu wissen. Ich kann ein bisschen Spanisch, ihr vielleicht nicht, deswegen you'll need to connect auf Englisch ist sicherlich gut. Existing network of paths and the power grid. Okay. Ist so connected? Ja, sieht so aus. The real test. Incubating a dinosaur. Oh, darauf freue ich mich schon. You'll start with a Struthiomimus. Select the creation lab and pick a hatchery bay. There's enough genome data for your first viable dinosaur. Okay. Ja, besser ist es, dass er leben kann. Hier. Struthiomimus. Attack, Defense, Lifespan, 40 sind es Jahre. Mal schauen. Aha. Gut. Modify Genome. Cosmetic. Wahrscheinlich kommt es alles später oder kann ich. Warte mal hier. Apply Gene. Das ist doch Enter, ne? Hilfe. ich würde sagen, am Anfang geht's safe noch nicht. Incubate. Of the ambitious, undoing extinction, playing with nature's laws. What can possibly go wrong? Dieser Ian Malcolm scheint ein bisschen pessimistisch. Dinosaur has been successfully, ne? Ah, release dinosaur. Zoom ran. Warte. Ranzoomen. Hier kommt der wahrscheinlich raus, ne? Hier kommt der raus, Gewalt. Oh. Gut, dann halt nicht. Ah, es gibt ein. Ah, perfekt. Oh, was bist denn du für eine. Ei! Ja, bist denn du ein schneller Feige, Junge? Ah, oh, du bist ja süßer. Ja, ja, wer ist ein Feiner? Ja, wer? Statistics. Ah, Health, Food, Water. Dem geht's gut. Der freut sich. Ja, Mensch. Er trinkt erstmal. Oh, ist das süß. Distinct and unique. And now we, you, sieht echt cool aus. Manufacture them. So, well done, I guess. Oh, danke. Zu nett. The Hammond Foundation has three main areas of interest. Ja. Security, entertainment, and science. Choose one of their contracts. Der redet so langsam, der Dude. Dr. Kayaldua, Isaac Clement und George Lambert. Das ist nämlich alles Deutsche. Security wäre erstmal am Anfang lame, so es muss ja auch ein bisschen Stress ab und zu mal geben. Deswegen tendiere ich tatsächlich zu Entertainment, würde ich sagen. Das ist doch das Wichtigste. Hey, I'm Isaac. Guten Tag. I've been hearing good things about you. Danke, das lief von dir. The entertainment division here. Also. What good is the world's greatest show if no one sees it? Richtig. Don't answer. That's rhetorical. Hab ich nicht. Painfully obvious. What I'm saying is that we need people in our parks.
Fill up our facilities with warm bodies. Numbers bring revenue, excitement and opportunities. Der Typ scheint mir auf jeden Fall fähig zu sein. 52.000. Contracts can be requested from the division heads inside the control room. Complete these to increase your reputation and gain additional revenue to keep expanding your park. Ja, Mr. Finch, ist okay. Psst. Danke. So, Operations. Ich muss auch selber ein bisschen so, ne? Expeditions entertain, also ja, erforsche Dinosaurierfossilien und schicke Grabungsteams in die ganze Welt. Bruder, halt die Fresse. As your reputation increases with them, so too does the opportunity to tackle more challenging missions. You fossils, halt die Fresse. So, hier haben wir unsere Fossilien. Ein Struthiomimus, der hat doch gerade eben. Extract. Nochmal. Extract. Ein Triceratops. Ey. Gut, dann halt nicht. Hey, it's Isaac. How you doing? Fine. I got some cool stuff you need to be a part of, so I'm putting it out there. Come on and help the winning team. Mine. Oh. Er ist sehr selbstbewusst, aber das ist gut. 1 Million, ich brauche 1 Million, dann kriege ich einen Dracorex. Ein Draco. Aber erstmal noch hier Extract Triceratops DNA. Edmontosaurus, ganz kurz, und Ceratosaurus. Unlike any other on the planet. Theme parks rely on drawing people in. And what is more attractive than new dinosaurs? Ich natürlich. Of course. Er bringt den Sinn schon. Wir harmonieren schon so ein bisschen, der Isaac und ich, ne? Ja, wir harmonieren schon ganz gut. So, hier ist was Neues. Expedition Map. Ah, kann ich die jetzt also hinschicken. Dann suchen wir mal nach einem Ceratosaurus. Ja, ich hab's ja auch losgeschickt, ganz ehrlich. Ah, fliegen sie los. Hui. So, jetzt, wie geht's meinem Struthiomimus? Ich muss dem Namen geben. Ah, hier ein Name. Estrin001. Ist er weiblich? Oder männlich? Ich weiß es nicht. Steht er? Ich sag jetzt einfach mal... Also bei Jurassic Park und so war es ja so, oder Jurassic World, ich weiß nicht mehr, was bei beiden so war, da waren es ja nur Weibchen. Aber ich gehe einfach irgendeinen Namen, weißt du, da muss man klarkommen einfach. Ich bestimme, welches Geschlecht du hast. So, denn du heißt, so, Ude. Na komm. Ude die Stude, so. Perfekt. Komm, warte, wie viel hat der gekostet, der Struthiomimus? 30.000. Da machen wir da noch einen. Ist ja geschenkt quasi. Also so, das ist ja... Wir haben 2,5 Millionen fast. Was? Fail to hatch. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you. Ah, deswegen braucht man... Ja, ist okay. Schmeißen einfach in den Mülleimer, ja? Extract DNA und nochmal Extract DNA. Wunderbar. Dann haben wir gleich die Möglichkeit, einen lebensfähigen... Ceratosaurus zu erschaffen. Release. Und da ist der nächste. Oh ja. Eieiei. War ich schon süßer. So kleiner, schneller. Wie nenne ich dich? Alfred? Das passt, finde ich. Ja. New Viable Genome. Ceratosaurus. Okay. Es ist jetzt eine gute Idee, einen Fleischfresser zu Pflanzenfressern reinzutun? Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das so langfristig gesehen ist jetzt nicht ganz so optimal. Oder warte mal, ich zäune einfach mal einen von den beiden ein. Damit er da nicht rankommt. Und ich riskiere jetzt einfach mal das Leben von Ute. Wie viel kostet er? Oh, der kostet ja schon einiges mehr. Okay. Aber das Risiko gehe ich ein, da gehe ich all in. Jetzt zu wenig Food. Warum das denn? Bist du behindert oder so? Also wenn das hier an Essen nicht reicht. Ich release jetzt den Ceratosaurus. Oh, da gehen sogar beide Tore offen, der ist größer. Oh ja. Der ist schon ein anderes Kaliber dann. Okay, ja.
Harald, nicht Harald, Ute. Es tut mir im Herzen weh. Den nenne ich Dietmar. Oh, wo rennt der hin? Wo rennt der hin? Oh nein, Oh. Lauf mal, Ute. Ute, die Stute. Das ist aber auch echt unfair. Die ist halb am Verhungern. Nein, Ute. Ute, da kommt was. Ute. Da kommt Dietmar. Ach du Kacke. Ute, renn! Nicht Ute, nein! Ute! Du warst doch noch so jung! Life begins death. But here's the question that you gotta ask yourself. Was this avoidable? The answer? Of course not. Man konnte es natürlich nicht verhindern, dass Ute stirbt hier. Ich meine, kann ich jetzt irgendwie entfernen oder so? Jetzt frisst er die voll auf. Also ein Tier, tote Dinosaurier, ich weiß nicht, ob das so gesund ist. So, aber das Wichtigste ist ja, dass es Alfred gut geht. Und er hat ja auch genügend zu essen noch, wobei das geht runter. Was esst ihr bitte? So, ich würde sagen, wir orientieren uns mal so ein bisschen, zumindest an diesen Missionen hier. Das würde... Okay. Die from starvation, ja, ja. Ah, dead dinosaurs should be removed with a transport team. Ja, kann ich den irgendwie removen oder... Wo ist er denn? Ute? Ute die Stute? Nee, ich glaube, die wurde aufgefressen. Na dann, passt doch alles. Perfekt. Dietmar geht's prächtig. Ja, ja, du bist ein Feiner, ne Dietmar? Ja. Ich würde mal sagen, als nächstes holen wir so einen Triceratops einfach. Das ist ja sowieso so ein relativ bekannter Dinosaurier. Holen wir uns mal so was Altbackenes, Bekanntes hier rein. So, warte mal. Ich brauche noch mal ein paar Leute, die hier reinkommen mal. Also, ich muss mal die Zuschauerzahl ein bisschen hoch packen. Deswegen incubate ich hier nochmal 9 von denen. Keine Ahnung, es gefällt mir eigentlich, die hier frecken zu lassen die ganze Zeit. Nein. Oh. Du bist einfach... Alter, wieso fehlen die auch die ganze Zeit? Es waren schon 2 von 4. Das ist die Hälfte. So, grob. Hier ist jetzt der Strutiomimus fertig. Das heißt, der wird jetzt mal kurz hier freigelassen in die Wildbahn. Und ich will nochmal das Jagdverhalten von dem Ceratosaurus etwas genauer untersuchen. Außerdem braucht er wahrscheinlich bald wieder was zu fressen. Dann kommt es direkt auch zugute. Ja, guck mal, Herr Dietmar, wo bist du denn, Süßer? Ah, hier ist er. Oh, er schaut ihn wieder an. Das war vorhin auch schon so, er trinkt gerade. Trinkt hier ganz entspannt. Ganz ruhig, alles ist seelenruhig. Und dann kommt hier Dietmar. Angewatschelt. Wie eine Watschelente. Und der Dude hier ist einfach zu behindert, um wegzurennen. Und stirbt deswegen auch entsprechend. Ey, also ich finde das eigentlich gar nicht mal so dumm hier. So. Das ist richtig schön so Survival of the Fittest. So, jetzt ist die Frage... Hier haben wir jetzt einen Ceratosaurus. Lebt denn... Wie hieß er doch gleich? Oh Gott, ich komme jetzt schon mit dem Namen durcheinander. Oh, dem geht's nicht so gut. Starving. Warum? Das verstehe ich nicht. Wenn ich jetzt hier den Zaun wegmache, hast du jetzt wieder genügend zu essen? Also du wirst sterben, aber... Ich frag mich einfach nur. Weil jetzt hast du das ganze Gehege hier frei. Das check ich halt nicht so. Nee. Den geht immer noch richtig räulich. Ja gut, dann hast du auch nicht verdient zu leben. Wenn du so lebensunfähig bist, dann tut's mir leid, ne? Wir brauchen hier noch Strom, ne? Power, small power station. Kostet 500.000. Shit. Die ist jetzt unpraktisch. Dass ich kein Geld mehr habe. Power Output, ja. Ist gut. No power. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Dann würde ich mal spontan sagen, sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Da werde ich dann hier auf jeden Fall einen Triceratops reinlassen oder mehrere eventuell auch. Und bis dann habe ich euch hoffentlich dann das Geld zusammen, um mir das auch dann zu kaufen. Das neue Dingensgerät da. Ich habe ja jetzt schon bald fast. Genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.